Wer solch ein Klump? Ach, Sie, entschuldigen Sie, haben Sie bitte Feuer? Ach nein. Unhöflicher Mensch. Frösche. Ja? Fast über den Haufen hätte mich gerannt. Ich habe mich gleich gewundert, wenn man einen in aller Höflichkeit um Feuer anspricht. Aber wie ich dann um das Eck gekommen bin und habe das gesehen, da ist mir gleich Licht aufgegangen. Sagen Sie, würden Sie den Herrn unter Umständen wiedererkennen? Aber Herr Oberinspektor, mit dem Gesicht und dem Bart, das werde ich doch mein Lebtag nicht vergessen. Ja. Den Bankausweis. Heinrich Staudacher heißt er und arbeitet bei der Concordia Bank. Bankbote, wie es ausschaut. Staudacher hatte die Aufgabe, nach Geschäftsschluss bei verschiedenen Kunden unserer Bank Geldpatronen abzuholen. Eine Art Kundendienst, Sie verstehen. Ja, ja, ich verstehe. Sagen Sie, Herr Hagner, haben Sie schon einen Überblick, welchen Betrag er zu diesem Zeitpunkt bei sich hatte? Selbstverständlich. Er hatte bereits bei seinen drei Kunden die Patronen abgeholt. Mhm. Gesamtinhalt ungefähr 12.000 Mark. 12.000 Mark, aha. Verzeihung, Herr Oberinspektor. Ja, Fröschel. Der Weinert meint, das ist er. Anton Reuter? Ja? Einen Augenblick, Herr Hagner. Also, Herr Weinert, sind Sie sich da ganz sicher? Ja, wenn er das nicht ist, dann fresse ich einen Besen. Also, wissen Sie, der Bart, ich ja, könnte ja, darauf schwören, Herr Oberinspektor. Mir schon. Dankeschön. Sie hören noch von uns. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Fröschel? Ja? Sagen Sie der Fahndung Bescheid, der Bursche darf München nicht verlassen. Ausfahrten, Bahnhof, Flughafen und so weiter. Sie wissen ja Bescheid. Wird gemacht, Herr Oberinspektor. Tja, Herr Kollege, diesmal dürften Ihre berühmten, seltsamen Methoden kaum vonnöten sein. Leider. Leider? Gott sei Dank. Ich wollte sowieso gerade Feierabend machen. Na schön. Na, du denkst wohl auch, der Fall ist schon gelöst. Na klar, so wie es ausschaut, oder? Fröschel, du enttäuscht mich. Da, schau dir das an. Das ist die Tatortskizze. Ja, und? Ich glaube, es wird Zeit, dass ich dich wieder mal in meine Schule nehme. Da hast du einen Stadtplan dazu. Warum hast du dich jetzt umgedreht? Okay, Herr Warninger, erstens habe ich Sie kommen gehört und zweitens habe ich in meinem Rückspiegel gesehen, wie Sie ausgeholt haben mit Ihrem Totschläger. Aha, das ist aber sehr interessant. Wieso? Ja, der Staudacher hat sich nicht umgedreht. Der ist nämlich von hinten niedergeschlagen worden. Dafür gibt's eigentlich nur eine Erklärung. Sie meinen, der Staudacher hat den Täter kennt? Die Sache mit ihm vorher abgesprochen. Auf halbe oder so. Ah ja. Und dass er an seine Verletzungen gestorben ist, das war dann bloß so ein kleiner Regiefehler. Geh, Herr Weininger. Jetzt wird die Sache wirklich allmählich verrückt. Tja. Aber wenn der Mörder den Staudacher gar nicht hat umbringen wollen, wenn er ihm vielleicht mit seinem Totschläger bloß einen über den Schädel ziehen wollte, so dass es ein bisschen nach was ausschaut. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Freilich, ich bin doch nicht blind. Taub. Komisch.
Weißt du, ob der Staudacher jeden Tag dieselbe Tour gemacht hat? Klar, es waren ja immer dieselben Kunden. Aha. Dann hätte er sich also den Platz aussuchen können, wo er den Staudacher packt. Ganz egal, ob jetzt die Geschichte abgekartet war oder nicht. Freilich. Da hat sich vielleicht gedacht, hier ist es am günstigsten. Meinst du? Hm? Dann kann es aber kein Einzelner gewesen sein. Oder er ist saudumm. Wieso? Ja, hör mal. Wo jeden Augenblick von da und da einer auftauchen kann, ohne dass man ihn vorher sieht. Also, wenn ich mir schon den Platz da aussuche, dann nehmen wir auf alle Fälle zwei Mann mit, die da und da Schmiere stehen. Hast du? Na ja, sicherer wär's schon. Aber es kann ja sein, er hat's drauf ankommen lassen. Könnte sein. Aber überleg mal, wenn du hier ein Ding drehen willst, ja. Und da hast du vorher alles genau überlegt. Na, wo würdest du denn hinlaufen? Da, über den Weg, zum Taxistand, so wie es der Anton gemacht hat. Wo du ziemlich sicher sein kannst, dass du jemanden in die Arme läufst, der dann gleich drauf den Staudacher entdeckt. Da schau dir mal den Plan an. Wo ich hinlaufen will? Ja, da rüber, durch die Büsch. Also, komm, das schauen wir uns von der Nähe an. Und jetzt? Hör mal, es wär's halt schön, wenn ich da mein Auto hätte. Mit den Taxis ist das so eine Sache. Frischl, komm mal her. Da schau her, was ist denn das? Ist da? Ein Ölfleck, ziemlich frisch. Mhm. Und das da? Oh, vielleicht von einem Motorradständer oder von einem Moped. Von einem meinst du? Ich würde eher sagen, von zwei. Siehst du, man braucht bloß logisch denken. Aber geh, Herr Warninger. Dass da zwei Burschen ihre Motorrad abgestellt haben, das ist doch kein Beweis. Recht hast. Na, und der Anton, der ist ja auch dumm genug, dass er alles falsch macht. Bloß eins will man nicht in mein Hirn rein. Bis jetzt ist er immer nur wegen Taschendiebstahl verknackt worden. Sechs oder sieben Mal. Und jetzt soll er sich auf einmal auf Raubmord umgestellt haben. Herr Oberinspektor. Ja? Was wollen Sie von mir? Kaum ein paar Monate in Freiheit und schon wieder gut im Geschäft, was? Wirklich ein netter Junge. So einen netten Mieter habe ich überhaupt noch nie gehabt. Und so strebsam immer. Bloß in der letzten Zeit das. Was war denn da in der letzten Zeit? Na hier, sehen Sie ja selber. Alles von seinen Freunden. Sehen Sie, Herr Inspektor, wenn einer von seinen Freunden Henry gerufen wird, wo er den schönen Vornamen Heinrich hat, dann weiß man doch Bescheid, nicht? Was sind denn das für Freunde? Kennen Sie die? Gesindel alles. Aber hier kommt keiner mehr rauf. Denen habe ich meine Meinung gesagt, mit ihren langen Haaren und so. Jeden Abend hocken sie drüben in der Go-Go-Bar und stecken ihr Geld in diese Flipper oder wie diese Maschinen heißen. Aha. Go-Go-Bar. Ja, Herr Inspektor. Geben Sie mir ein Bier. War der Henry schon da? Nein, hab ich nicht gesehen. Komisch. Ich bin mit ihm verabredet. Sie wissen auch nicht, wo er stecken könnte. Fragen Sie am besten die da hinten am Automaten. Die kennen sich da besser aus. Dankeschön. Wie
kriegt man ein Freispiel. Darf ich da auch einmal? Ja, lass ihn mal ran, das gibt Mordspaß. Bitte, versuchen Sie es doch mal. Wisst ihr vielleicht, wo der Henry steckt? Was wollen Sie denn von ihm? Ich bin mit ihm verabredet. Das ist ein Kollege von mir aus der Bank. Toller Beruf. Mhm. Ein sauberer Beruf. Schlechter bezahlt wie eine Putzfrau, dazu die Riesenverantwortung. Aber da sind Sie doch selber schuld, wenn Sie dem Kapitalistenstaat Ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Die Ausgebeuteten sind schuld, verstehen Sie? Was kann man denn dagegen machen? Ein bisschen Pflaster braucht er. Und dann nichts wie weg. Ja, das sagen Sie. Sie sind ja noch jung. Aber was wird aus meiner Rente? Rente? Habt ihr das gehört? Er hat Angst um seine Rente. Wissen Sie, wo der Henry steckt? Nein. Er hat mir versprochen, er macht mich mit ein paar Späße bekannt. Hat er da euch damit gemeint? Fragen Sie doch die, die kennen ihn besser. Können Sie mir sagen, wo der Henry steckt? Henry? Fragen Sie doch immer, vielleicht kennt der ihn. Ein sauberes Mädel, ehrlich. Aber jetzt siehst du, dass es nur zwei Mopeds waren und nicht drei. Da, die Grasspur und der Ölfleck. Na, was sagst du jetzt? Moment einmal, Herr Wanninger. Komm uns doch bitte mal her, Herr Wanninger. Die Maschine verliert auch Öl. Das ist doch noch lange kein Beweis. Beweis, Beweis. Du redest ja wirklich schon fast daher wie der Steiner. Ich sage nur, dass die gewesen sein könnten. Und die natürlich auch. Müssen wir halt weiterschauen. Der Nordpark ist Ihnen also kein Begriff. Sie haben nie was davon gehört, sind auch nie da gewesen. Sie sagen es, Herr Oberinspektor. Na schön, wie Sie wollen. Herrn Weinert, bitte. Sehen Sie sich den Herrn an. Da, das war er fast über den Haufen, hätte er mitgerannt, der Verbrecher. Als wissen Sie, ja, den Bart. Ja, ist schon gut, danke schön. Bitte schön. Na, Herr Reuter? Nehmen wir an, ich bin am Dienstag durch den Nordpark spaziert. Dazu ist ein Park ja da. Oder? Und die 10.000 Mark. Woher haben Sie die? Das können Sie meiner Steuererklärung entnehmen, die ich allerdings erst nach Ablauf des Kalenderjahres anzufertigen pflege. Eine Frage, Herr Oberinspektor. Ist es jetzt auch schon strafbar, 10.000 Mark zu besitzen? Das ist wohl ganz neu. Na schön. Fangen wir das Ganze noch mal von vorne an. Bitte sehr, was kann ich für Sie tun? Könnten Sie nicht vielleicht mich anstelle von dem Staudacher als Boden einstellen? Wie bitte? Ja, ja, Sie haben schon recht gehört. Natürlich nur vorübergehend. Ja, und dann hätte ich noch was auf dem Herzen. So. Was hast du denn rausgebracht? Lauter Wohnblocks. Sozialwohnungen und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, wo in der Gegend der Taschentyp 10.000 Mark klauen sollte. Keine Kaufläden, keine reichen Villen. Gar nichts. Bloß hier sind zwei Bankfilialen und das da, das ist ein Juwelier. Das heißt mehr ein Uhrmacher. War der in den letzten Tagen bei Ihnen? Vielleicht am Dienstag? Ja. Ja, ich erinnere mich. Er hat das Collier abgeholt, das ich zu reparieren hatte. Ich bin nämlich eigentlich Goldschmidt. Aha. Ja, und auf welchen Namen wurde das Collier abgegeben, wenn Sie das noch wüssten? Moment mal. Da haben wir es. Krusenberg, Erlenweg 37. Und was war das Collier wert? Nur so ungefähr. Ja, was soll ich Ihnen da sagen? Eigentlich darf ich Ihnen darüber keine Auskunft geben. Ein schönes Stück, ein wertvolles Stück. Etwa 30.000 würden Sie schon dafür anlegen müssen, mindestens. Was? 30.000 Mark? Wieso? Stimmt da vielleicht was nicht? Der Herr hat den Abholschein vorgelegt. Das war alles ganz korrekt. Habt ihr das gelesen? Umgelegt haben Sie. Kein Wort haben Sie der Bank davon geschnauft. Naja, denen ist das egal, ob von uns einer krepiert. Die sind ja versichert. Terror ist das, ganz billiger Terror. Wisst ihr, wo das passiert ist?
Keine Ahnung. Hab's auch bloß aus der Zeitung. Seit Jahren habe ich Angst, dass es mir genauso geht. Und das für 600 Mark im Monat. Jetzt kann ich dem Henry seine Arbeit auch noch machen. Aber das schwöre ich euch. Bevor es mir so geht wie dem Staudacher, da stoße ich mich vorher gesund. Versteht's? Spätzünder, aber immerhin. Wie willst du das machen? Komm. Was hast du denn vor? Ich bräuchte jemanden, der mir einen über den Schädel hat. Aha. Ja, bloß so. Verstehst du, dass ein bisschen nach was ausschaut? Bloß so. Und dann machen wir halbe halbe. Ich habe mit dem Henry schon alles abgesprochen. Sogar die Stelle, wo es am günstigsten ist. Ah. Drei Leute mit ein bisschen Schneid, kann gar nichts passieren. Drei? Am Freitag wäre es am günstigsten. Ja. Da habe ich über 30.000 in der Tasche. 30.000? Reizt uns nicht. Wir gewinnen nämlich demnächst im Lotto. Halbe Mille. Aha. Na, ihr könnt es euch ja mal überlegen. Nichts für uns. Interessiert uns nicht. Kannst mich anrufen. Concordia Bank. Franz Josef Wanninger. Also, was meint ihr? Dass wir in der Falle sitzen. Und warum? Ja, warum? Gut, die Polente sitzt auf einer falschen Spur. Aber wie lange noch? Plötzlich kommt sie auf die richtige. Und was dann? Okay. So lange haben wir noch Zeit. Na los, komm, Pico. Also, was meinst du zu dem Alten? Bloß ein bisschen komisch, dass Henry nie von ihm erzählt hat, nicht? Wieso? Dass er drei oder vier ältere Kollegen hat, davon hat er erzählt. Bloß Namen hat er keinen genannt. Was ist denn daran komisch? Wir können ja mal in der Bank anrufen, wo er angeblich 20 Jahre gearbeitet hat. Bitte schön, aber ohne mich. Ich habe die Nase voll, mir reicht dein Totschlag. Hör endlich damit auf! Das kann er nicht dafür. Eben. Was kannst denn du dafür, dass es bloß 12.000 waren? Was kannst denn du dafür, wenn es vielleicht wieder einen Totschlag gibt oder wenn es bloß 5.000 sind? Hast du vielleicht einen besseren Vorschlag? Sollen wir vielleicht warten, bis wir uns schnappen? Quatsch. Aber es war ausgemacht, dass wir uns sofort nach dem Ding ins Ausland absetzen. Was willst du mit 12.000 Eiern im Ausland? Immer noch besser als ins Kittchen wandern. Mir reichen meine 4.000. Was hast du gesagt? Joe. Okay. Pass mal auf, Pico. Ich weiß nicht, ob das hinhaut mit dem Alten. Aber eins weiß ich. Das ist unsere letzte Chance. Was meinst du, Anka? Okay. Okay. Wie langsam, Joe. Ich will weg von hier. Ich will meine 4.000. Ihr könnt euren Scheißdreck alleine machen. Gib das Geld her, sag ich dir. Bitte, du wirst schon sehen, was du davon hast. Hören Sie, Oberinspektor, wo kommen wir denn hin, wenn Sie alle Leute in Untersuchungshaft nehmen wollen, die 10.000 Mark besitzen, sich einen Trip nach Hamburg leisten, abends durch einen Park spazieren und in Bayreuth Urlaub machen wollen? Und sonst haben Sie mir ja weiter nichts vorzuwerfen, oder? Na ja, dann darf ich wohl jetzt gehen. Moment, Herr Reuter, das könnte Ihnen so passen. Oberinspektor Steiner? Wanninger? Seit wann arbeitet er bei Ihnen? Was? Seit 20 Jahren?
Da muss es sich um eine Verwechslung handeln. Na schön, ich werde es ausrichten. Herr Oberinspektor. Frösche, von der Concordia Bank hat eben jemand angefragt, ob unser Wanninger dort als Bankbote tätig ist. Ja, das wird den Herr Wanninger aber freuen. Ach, Sie wissen also Bescheid? Na, mir sagt man ja nichts. Sagen Sie mal, Frösche, glaubt der Wanninger im Ernst, dass der Anton mit der Sache nichts zu tun hat? Ich weiß nicht recht. Woher hat er die 10.000 Mark? Und warum hat er sich in den Libanon absetzen wollen? Und warum streitet er ab, dass er den Staudacher gesehen hat, wenn er selber nicht war? Und warum hat er dann nicht sofort die Polizei verständigt? Na? Ja, der Herr Wanninger meinte, das könnte doch leicht sein, rein theoretisch, dass der Anton zur gleichen Zeit an demselben Ort anders Ding gedreht hat, wo er die 10.000 Mark hier hat. Und dann. Naja, das ist wirklich sehr theoretisch. Da müsste doch längst eine entsprechende Anzeige vorliegen bei einem Verlust von 10.000 Mark. Überlegen Sie doch mal, Fröschel. Ja, der Herr Wanninger meint ja nur rein theoretisch. Naja, ja, er meint. Ja, Fröschel, Polizeipräsidium. Ich hätte gern Frau Kusenberg gesprochen. Danke. Was? Die ist nach Hamburg geflogen. Am Montag schon. Ja, und wann kommt's zurück? Hallo. Ja, grüß dich. Was machst denn du da? Wir waren doch verabredet, oder? Ach so. Habt ihr es euch überlegt? Alles okay? Geld stimmt? So an die 30.000, denke ich. Woher habt ihr denn gewusst, dass ich gerade die Stelle gemeint habe? Quatsch nicht so viel. Na, nur vorwärts. Aber ein bisschen mit Gefühl, gell? Die falsche in Ohnmacht. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ah! Verfluchter Mist! Hab ich ja gleich gesagt. Dafür 4.000 Mark. Da muss doch was faul sein. Hoffentlich kommen wir damit wenigstens bis über die Grenze. Sei doch still! Da, der Verteiler! Haben wir herausgenommen. Vorsichtshalber, Hände hoch! Ich hatte recht, wirklich eine komische Type. Oh. Na, Wanninger, alles gut überstanden? Naja, das ist ja ganz gut, das Ding. Aber immerhin. Und jetzt sagen Sie mir bloß noch, was hat diese Frau Kusenberg mit dem Überfall zu tun? Genauso viel wie der Anton. So, und was hat der damit zu tun? Gar nichts. Er hat ja nur im Flugzeug nach Hamburg aus ihrer Tasche den Abholschrank geklaut, hat damit beim Juwelier das Collier abgeholt und hat es dann verscheppert. Für rund 10.000. Die wird nicht schlecht schauen, wenn sie es abholen will beim Juwelier. Was, Herr Wanninger? Ja, ist schon komisch mit diesen Gewohnheitstätern. Trotz ihrer schlechten Erfahrungen bleiben sie meistens bei ihren Leisten. Na, bei ihren Taschen müssten wir hier besser sein. Moment mal, Collier. Warum sagen Sie mir das erst jetzt? Na ja, bis jetzt war es ja auch nur rein theoretisch. Ha 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 ha